Ja, wir sind hier zu einem Parzellenbrand gerufen worden. Der ist allerdings unter besonderen Bedingungen gestartet. Wir hatten eine Vielzahl von Notrufen in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, die eine Explosion gemeldet haben und zeitgleich eine starke Rauchsäule, die in den Himmel stieg. Ja, unser Einsatzführungsdienst, der Einsatzleitdienst, war ersteintreffend hier vor Ort und er ist im Eingangsbereich zu diesem Wohngebäude oder zu diesem Gebäude, muss man sagen, auf eine schwer verbrannte weibliche Person getroffen, die jetzt mittlerweile rettungsdienstlich versorgt ist und auf dem Weg ins Krankenhaus ist. Ja, das Haus stand in Vollbrand. Da war von vornherein klar, da ist nichts mehr zu retten. Unsere Einsatzmaßnahmen zielten darauf ab, die Brandausbreitung auf weitere Gebäude zu verhindern. Das ist auch gut gelungen. Es gab ein Problem mit der Löschwasserversorgung, weil die ist hier schlecht. Und man kann das hier auch sehen, wir mussten hier über lange Wegstrecken Schläuche rollen. Also das Wasser an die Einsatzstelle zu bringen, war eigentlich da ein großes Problem. Also bei diesen Bränden in Parzellengebieten hat man eigentlich immer das Problem, das Objekt zu finden. In diesem Fall war das gut zu finden, weil es von weithin sichtbar brannte. Aber das ist nicht immer so und das ist manchmal sehr verwinkelt und die Zugänglichkeiten sind schwierig. Aber das war hier eigentlich gar nicht so schlecht.